Hä? Was ist los mit dir gewesen? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, dass wir heute mal ein bisschen in der Zeit zurückreisen und schauen, wie ich mein Make-up 2018 gemacht habe und wie ich es jetzt Ende 2019 mache. Wir machen einen Side-by-Side-Vergleich zu Unterhaltungszwecken und einfach um zu sehen, wie sehr ich mich verändert habe. Wenn ich mir alte Videos angucke, denke ich mir so, Halleluja, Santa Maria, what happened? Wie konnten mir überhaupt Menschen zuschauen? Aber Veränderung ist was Schönes und ich dachte mir, dass wir diese Veränderung des Jahres 2019 einmal in diesem Video abschließen. Und ich möchte auch gleich anfangen damit. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Ich bin Maxim, ich lade dreimal die Woche hoch und ich würde mich freuen, wenn du Teil der Giacomo Army werden würdest. Und ihr könnt sehen, ich habe noch nichts drauf, aber bevor wir das tun, möchte ich euch ein paar neue Produkte zeigen. Ich freue mich, dass ich diesen Monat wieder mit M.Asam für den Anfangsteil des Videos zusammenarbeiten darf. Ihr kennt M.Asam mittlerweile, Magic Finish, die Lippenöle, die Körpercremes, mein Adventskalender, den ich fast leer gemacht habe, weil ich habe ihn ja schon so früh ausgepackt und die kleinen Sachen sind der Shit, wirklich, ich liebe die. Ich darf euch heute wieder ein paar Produkte vorstellen, die ich jetzt in den letzten 3-4 Wochen knapp ungefähr getestet habe und es geht um die Bath & Body Reihe. Asam hat nicht nur Pflege fürs Gesicht, sondern auch wirklich für den Körper. Ich habe ein Set zur Verfügung gestellt bekommen von Asam, was ich euch so ein bisschen zeigen möchte und wie ich es benutze. In dem Set sind 4 Produkte drin. Ihr könnt alle Produkte auch einzeln kaufen, selbstverständlich, falls ihr das wollt. Ich habe auch einen Gutscheincode Maxim-2019, glaube ich. Der gilt noch bis Ende des Jahres. Ab 2020 habe ich einen anderen. Ich setze euch das aber alles einmal unten in die Infobox und auch alle Produkte, die ich euch jetzt hier zeige. Ich habe als erstes meinen absoluten Favoriten. Das ist die Vanille Duschmilch. So ein tolles Produkt. Das ist eine ganz, ganz seidige Formulierung, die es pflegt. Also es ist nicht dieses günstige Drogeriezeug, wo ihr das Gefühl danach habt, ihr müsst euch unbedingt eincremen danach, weil eure Haut so spannt. Das ist hier absolut nicht der Fall und ich habe es schon mal gesagt irgendwo. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich rieche nach Vanille. Von oben bis unten, jeder Zentimeter meines Körpers riecht nach Vanille und ich möchte auch immer nach Vanille riechen. Und da passt dieses Set eigentlich ganz gut. Mein absoluter Favorite aus dem Set ist aber einfach die Körperbutter. Das ist so eine dicke Butter. Ihr könnt sehen, dass ich da auch schon einiges von benutzt habe. Es ist aber super viel hier drin. Also in diesem Töpfchen sind 200 Milliliter mit drin. Und ich weiß nicht, wie ich das jemals leer kriegen soll. Wobei, doch, ich kriege es auf jeden Fall leer. Und für den Preis wirklich unschlagbar. Das riecht ganz fein nach Vanille. Nicht nach dieser super künstlichen Vanille, die man in den günstigen Duschgels kriegt, sondern es riecht wirklich einfach nach purer Vanille und sehr, sehr gut. Und sie ist super reichhaltig, zieht aber schnell ein. Und dann gibt es noch 2 andere Produkte, die ich noch nicht benutzt habe, denn ich glaube, dass ich sie verschenken möchte jetzt zu Weihnachten. Für den Winter ist es eine schöne Sache, um auch sich selbst einfach mal was Gutes zu tun. Ich habe hier nämlich einmal ein Körperpeeling. Das ist wie so ein Zuckerpeeling, was ihr ein bisschen Wasser benutzen könnt und dann einfach eure abgeschwommenen Hautzellen auf der Haut entfernen könnt. Danach schön abduschen mit der Duschmilch und zum Schluss eincremen mit der Bodybutter. Und ein Produkt, was ich gerne weiter verschenken werde, weil ich nicht bade, aber es trotzdem so schön ist und das ist 600 Gramm, das ist mehr als ein halbes Kilo. Das ist ein Badesalz mit demselben Geruch. Also sehr, sehr schön, frisch und edel riecht das. Und ich freue mich, dass ich euch immer wieder die neuen Produkte zeigen darf, weil ich erinnere mich an die Zeit, wo ich Asam im Fernsehen geguckt habe und dachte, wow, okay, ich möchte das unbedingt probieren. Und jetzt habe ich die Produkte hier, ich kann sie probieren und ich liebe sie wirklich über alles. Diese Body Butter, ich benutze jeden Tag die Cremes aus dem Adventskalender, immer eine andere, immer was anderes. Und ich habe das Gefühl, meiner Haut geht es einfach sehr, sehr gut. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Vielen Dank an Asam an dieser Stelle. Und falls ihr noch was Schönes sucht, vielleicht als nachträgliches Weihnachtsgeschenk oder vielleicht auch als ich verwöhne mich mal selber, schaut gerne vorbei. Ich setze euch das unten rein und denkt an meinen Gutscheincode. Und jetzt geht es los mit dem Video. Ihr könnt sehen, dass ich noch nicht viel in meinem Gesicht habe. Liegt daran, dass ich eigentlich immer so mit Primer anfange oder so. 2018 gab es für mich keine Primer. Das Einzige, was es für mich gab, war dieses Schätzchen hier. Schreibt mir mal in die Kommentare ab, wann ihr ungefähr dabei seid. Das ist von Anastasia Beverly Hills, die Dip Brow Pomade. Und der iconic Spruch von Maxim Giacomo 2018 war: Augenbrauen sind schon drauf. Ich habe kein Video, literally kein Video begonnen,
ohne meine Augenbrauen drauf zu haben, weil ich gedacht habe, das sieht einfach besser aus. Und ich habe dazu ausschließlich die Anastasia Dip Brow Pomade benutzt, in einer Farbe Dark Brown. Also sehr, 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 sehr dunkel. Und ich habe nicht diese natürliche Braue gemacht, so wie ich sie jetzt mache, mit verschiedenen Farben, sondern für mich gab es nur eine Insta-Braue. Und zwar eine sehr, sehr dunkle Insta-Braue. Ich habe einfach oben und unten einen Balken gemalt und dann in der Mitte ausgefüllt. Ich habe nicht wirklich verblendet, ich habe hier einfach, ja, gemalt. Ihr könnt sehen, sie ist halt schon recht intensiv und recht dunkel. Aber um das Ganze zu verstärken, habe ich damals einen Concealer genommen, einen Pinsel und habe meine Augenbraue oben und unten ausgeschnitten und habe so meine Videos eröffnet. Und so begann dann für euch und für mich jedes einzelne Video. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass die Zeit vorbei ist, weil, also erstmal sieht das so zum Begrüßen eines Videos furchtbar aus und es sieht auch am Ende einfach sehr, 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 sehr künstlich aus. Kommen wir zur Foundation und da, damals hatte ich von Rival de Loop eine Foundation, die, ich glaube, 1,29 gekostet hat, weil ich einfach wirklich so wenig Geld hatte, dass ich mir einfach nichts anderes kaufen konnte. Ich habe die leider nicht mehr, weil es ist mittlerweile einfach abgelaufen. Aber welche, ich glaube, 2018 dazu kam, ist die Essence Insta Perfect Foundation. Von der Deckkraft also eher Medium und nicht so Full Coverage, weil es gab keine wirklich so günstige Foundation, dass ich sie mir leisten konnte, die Full Coverage war. Deswegen habe ich einfach viel Foundation genommen und mir sie aufgebaut. Also ich habe halt wirklich so viel Foundation benutzt, dass ich durch diese Tube von, ich gucke mal, dass ich euch ein Foto einblenden kann. Ich habe so eine Tube in einer Woche leer gemacht. In wirklich, ohne Witz, einer Woche. Und da mir das an Deckkraft noch nicht reicht und ich hier noch ein bisschen was auf meinem Plättchen habe, einfach rüber. Einfach, Freunde, rüber. Ich liebe den Geruch übrigens von der Foundation. Ja, wenn ihr halbwegs so aussieht wie ich, also sehr, sehr leblos und gespenstisch, wobei ich sagen muss, ich mag die Augenbraue eigentlich ganz gerne gerade, aber sie ist halt sehr künstlich. Auf der Seite meines Gesichtes nehmen wir selbstverständlich einen Primer, Freunde. Da benutze ich sehr gerne von 183 Days immer noch diesen Secret Ritual HD Fluid Primer und verteile mir das so ein bisschen hier im Gesicht. Mein Make-up hat damals auch nicht länger als ungefähr 4 Stunden gehalten. Heute hält mein Make-up fast 12 bis 16 Stunden, wenn ich Glück habe. Gott, ich sehe aus wie ein Clown, ich lieb's. Und auf dieser Seite meines Gesichts nehmen wir eine Full Coverage Foundation, die angepasst an meinen aktuellen Hautursprung ist. Und sie ist tatsächlich durch die Heizung, die jetzt mittlerweile bei mir auch an ist, recht trocken. Das heißt, ich nehme eine Full Coverage Foundation, die aber feuchtigkeitsspendend ist. Und da habe ich die Conceal Inside Red Foundation. Ich mische so ein bisschen die Essence mit rein, dass es farblich passt, dass ich nicht ganz verrückt aussehe. Aber ihr könnt schon den Farbunterschied auf jeden Fall sehen. Das sind Welten. Gucke mal, dass ich den Übergang so ein bisschen ordentlich hinkriege, damit es nicht ganz so verrückt aussieht am Ende. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll kein ästhetisch ansprechender Look heute werden, weil wie? Und ich lasse mir hier auch wirklich Zeit, die Foundation einzuarbeiten. Entschuldigt bitte, dass ich heute eine Mütze trage, aber es ist 4.35 Uhr und ich bin ein bisschen im Vorproduzieren. Foundation ist eingearbeitet. Wir haben hier einmal die Seite, die halbwegs farblich passt und wir haben hier einmal eine Seite, die aussieht wie meine Wand. Ja, Freunde. Beim Concealer gab es für mich nichts anderes und es ist immer noch ein sehr, sehr guter Concealer. Ich benutze ihn aber seltener, weil sich das Ereignis unter meinen Augen ein bisschen verändert hat seit 2018. Das ist die Catrice Liquid Camouflage Concealer. Full Coverage Concealer auch hier. Ich war bestimmt 2-3 Mal im Monat in der Drogerie und habe mir diesen Concealer gekauft, weil er halt einfach günstig war. Der hat 4 Euro gekostet. Er kostet, glaube ich, immer noch 4-5 Euro. Und es ist ein sehr, sehr guter Concealer. Aber das ist so einer meiner Favorites damals gewesen. Und ich benutze ihn heute immer noch gerne, wenn es etwas natürlicher sein soll. Ich habe das Ganze damals sofort verblendet und habe es nicht kurz setten lassen oder so, dass die Feuchtigkeit verschwindet. Und so habe ich natürlich auch Deckkraft verloren. Und dadurch hat sich halt irgendwie nicht so viel jetzt getan. Und dann bin ich halt immer wieder rübergegangen, bis es irgendwann ausgereicht hat. In der Zwischenzeit tragen wir kurz auf die andere Seite den anderen Concealer auf. Benefit Boeing Concealer.
da gehe ich eigentlich nur noch bis hierhin und blende das dann nach unten aus, dass ich nicht bis hierhin komplett weiß bin. Und blende dann hier auch gleich wieder weiter. Ich wechsle mal die Seite des Schwamms und verblende dann hier schon mal so ganz, ganz leicht. Und ihr könnt, glaube ich, schon einen Unterschied sehen. Ich habe hier einfach einen etwas gelifteteren Effekt. Ich würde jetzt auch hier tatsächlich noch ein bisschen mehr benutzen. Ich benutze ja kontinuierlich mehr Concealer als früher und dann auch noch deckender. Aber meine Augen haben sich halt auch einfach komplett verändert. Und hier heute ziehe ich das wirklich hoch und lifte das Auge, wohingegen das hier so ein bisschen hängend aussieht alles. Und dann gab es für mich nur das einzig wahre Coty Airspun Puder. Ich mag es heute noch. Ich habe es aber Ewigkeiten nicht mehr benutzt, weil das schon mittlerweile ein bisschen feucht geworden ist. Und damit bake ich. Und ich habe wirklich auch damals schon viel gebaked. Heutzutage mache ich das Ganze ein bisschen anders und ich sette meistens im Alltag erstmal mit einem transparenten Puder hier von It Cosmetics. Ihr könnt auch sehen, hier habe ich auch schon Hit the Pan drin. Ich gehe nochmal kurz durch und nehme dann einfach so ein bisschen Produkt auf und sette das, weil das die Farbe des Concealers nicht verändert, aber trotzdem einfach dieses Creasing schon so ein bisschen minimiert. Nehme mir mein Baking Powder. Ihr kennt eigentlich heute mein Make-up besser als 2018. Und ich nehme auch heute eins mit Deckkraft, also was so ein bisschen das Ganze noch ausgleicht, in einer Farbe, die ein bisschen besser zu mir passt. Ich weiß nicht, ob ihr die Farben sehen könnt heute. Und dann nehmen wir uns den Spaß einmal ab. Ich glaube, ihr könnt einen deutlichen Unterschied sehen, dass diese Seite hier viel, viel weicher aussieht und die Augenringe nicht so durchscheinen. Hier hingegen sehe ich einfach nur kalkig aus. Beim Bronzer hat sich nichts verändert, meine ich. Ich glaube, ich habe immer schon sehr, sehr viel Bronzer benutzt. Ich nehme den Pinsel hier von Luisa und gehe einfach rüber und probiere das damit so ein bisschen zu setten. Das Einzige, was ich früher gemacht habe, ist, ich habe den Bronzer auch hier so ein bisschen über die Augen gegeben und nicht so taktisch platziert, wie ich es heute tue. Also ich bin einfach sehr, sehr grob mit Bronzer rübergegangen, weil ich mit dem Bronzer meistens die Farbe meiner Foundation probiert habe zu retten. Heute mache ich das anders. Ich gehe wirklich nur an die höchsten Punkte meines Gesichtes in kreisenden, vorsichtigen Bewegungen und gehe dann nur hier auf den höchsten Punkt und blende. Meine Augenbrauen mache ich heute eigentlich nur noch mit einem Augenbrauenstift von Benefit. Ich gehe hier einfach lang in einer recht hellen Farbe und fülle nur so diese Lücken auf und gebe mir hier hinten eine neue Form und nicht, ich male komplett ein neues Gesicht in mein Gesicht. Ich habe mich, glaube ich, auch gelernt, mehr oder weniger so zu akzeptieren, wie ich bin und die Makel, die ich an mir selber sehe, auch wenn sie vielleicht jemand anderes nicht sieht, einfach zu akzeptieren und zu embracen. Und ich habe halt keine Cara Delevingne Brows. Das will ich euch so ein bisschen mitgeben. Akzeptiert euch so bitte, wie ihr seid. Ihr seid so richtig. Make-up ist Veränderung. Ihr werdet sehen, sind zwei andere Welten. Es ist einfach nur üben, üben, üben. Mittlerweile bin ich froh, dass ich sagen kann, dass das mein Job ist, dass ich mich schminke. Und ich schminke mich 3-4 Mal am Tag. Natürlich hat sich das so ein bisschen verändert bei mir. Beim Thema Blush kommen wir zu ein paar Produkten, die ich neu habe, die ich euch zeigen möchte. Ich habe nämlich da herausgefunden, dass es einen Gutscheincode auch dafür gibt. Das ist von Nabla, diese neue Dreamy-Kollektion. Ich habe hier einmal diese Shimmer Lights Rouge Highlighter Palette. Sehr, sehr schimmrig, sehr, sehr glitzerig. Total krasse Farben. Ich gehe mit dem Jeffree Star Pinsel einmal rein. Welche war jetzt die richtige Seite? Das ist die richtige Seite. Ich gehe jetzt mittlerweile in die dunkleren Farben rein und platziere mir die höher. Also wirklich hier so ein bisschen. Und ihr könnt sehen, es ist wie so ein Glitzer Highlighter, aber mit Rouge. Ich spare mir damit gleich so ein paar Schritte und blende das dann auch hier vorne so ein bisschen hin. Das ist eine richtig, richtig schöne Palette. Ich swatche euch mal ganz kurz. Ich glaube, ihr könnt sehen, wie schön diese Farben sind. Das sind eher so Highlighter, aber sehr schimmrig und sehr rougig. Ich benutze die gerne als Rouge. Ich habe die auch schon benutzt. Und ich klopfe mir das hier so ein bisschen ein und habe damit gleich so einen leichten Highlighter-Effekt. Auf der anderen Seite eine Palette, die ich 2018 bekommen habe, ist von Jouer. Die mag ich immer noch gerne. Ich habe sie mir aber damals anders aufgetragen. Und zwar bin ich hier in dieses Pink gegangen, habe viel genommen und habe es mir nur hier vorne hingegeben. Also wirklich so, wie die Leute es immer gesagt haben, gib es dir auf die Apfelbäckchen. Und zwar viel. Ich habe viel genommen, nicht ganz so viel.
Aber ich habe viel genommen, weil es hieß immer, du musst es auf die Apfelbäckchen geben, damit du süß aussiehst. Nein, ich möchte nicht süß aussehen, Freunde. Ich möchte nicht süß aussehen. Ich möchte snatched, ich möchte glücklich, ich möchte aussehen wie ein Gott und nicht süß. Und ich glaube, ihr könnt sofort den Unterschied jetzt sehen. Also das hat es jetzt wirklich gerade extrem amplified. Highlighter gab es 2018 ehrlich gesagt nicht ganz so viel für mich. Zum Ende hin ja, als wir dann angefangen haben, meine Palette zu machen. Ich habe aber da immer von Tarte die Tarte ist Palette genommen, auch diesen Cream Contourton und bin so ein bisschen in diese Farben hier gegangen. Und welche Seite? Die? Oh Gott. Und habe mir das nur so ganz leicht draufgegeben. Also wirklich nicht viel. Und auch wirklich viel hier vor. Und es ist ein sehr, sehr schöner Highlighter. Ein bisschen subtil, aber ich lieb's. Und auf der anderen Seite meine Palette, die wir extra dann daraufhin so angepasst haben, dass sie funktioniert. Ich gehe hier in die Farbe Can't Relate und Liberation. Und toppe das so ein bisschen hier alles. So, Freunde, die Base ist soweit fertig. Ich möchte jetzt was auf die Augen machen. Und da habe ich die neue Nabla Dreamy 2 Palette. Ich habe einen Gutscheincode für Nabla Produkte und ich meine auch, dass wenn ihr darüber bestellt, ihr einen Lippenstift gratis bekommt. Den habe ich nämlich hier dazu. Ich setze euch das mal unten mit rein. Ist total süß. Also ich glaube, beim Kauf von jeder Nabla Palette oder einem Nabla Produkt kriegt ihr diesen Lippenstift hier mit dazu. Den probieren wir nachher aus. Ich hole euch jetzt aber ein Stückchen näher ran. Dann zeige ich euch diese wunderschöne Dreamy 2 Palette. So, jetzt seid ihr einmal schön nah dran und es geht heute um die Nabla Dreamy 2 Palette. Vielleicht habt ihr sie schon irgendwo gesehen. Das ist einmal diese Schätzchen hier und das passt perfekt in die Idee, die ich heute für diesen Look habe. Wir machen erstmal die alte Seite, denn die geht sehr schnell. Ich bin erst in so eine helle Farbe hier gegangen und habe damit mein komplettes Lid gesettet. Einfach, weil ich dachte, das muss man so machen. Ist mega deckend. Also ich probiere jetzt wirklich auf dem Auge die Palette nicht euch vorzustellen, sondern euch einfach nur kurz zu demonstrieren, wie ich es gemacht habe. Ich habe es sehr, sehr hell gemacht, sehr, sehr weiß. Bin dann mit demselben Pinsel, ich hatte nicht so viele Pinsel, in die Farbe Déjà-vu gegangen. Also so ein Transition Shade. Habe mir die hier aufgetragen. So geblendet immer. Ich habe wirklich einfach nur grob geblendet, nie präzise. Und bin dann in eine dunkle Farbe gegangen, jetzt hier New Plast. Und habe die einfach so rüber gewischt. Also literally, schaut euch bitte die Videos von 2018 an. Meine Looks, meine Tutorials sahen genau so aus. Ich gehe hier einfach rein, drücke mir das so ein bisschen aufs Lid und dann verblende ich einfach das dunkle Rot hier so ein bisschen. Aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und dann, weil es musste ja auch ein Gold her, gehe in die Farbe Libertine. Und habe mir das auf mein Lid gegeben. Okay, es sieht mega geil aus. Okay. Unten habe ich nichts gemacht. Ich habe nämlich immer gesagt, ich finde es sieht total doof aus, wenn man unten Lidschatten aufträgt. Hä? Was ist los mit dir gewesen? Gut, Freunde, kommen wir zur anderen Seite. Ihr könnt sehen, ich habe die Base noch nicht wirklich gesettet dort. Ich gehe jetzt in die Farbe New Past. Ich probiere es so ein bisschen anzupassen. Und platziere mir das an meinen äußersten Punkt. Und stempel die Farbe rauf heute. Und ihr könnt sehen, wie viel deckender die Farbe dann gleich ist. Oh, ich habe noch was vergessen. Ein Schimmerton hier und den unter die Braue. Das mache ich heute auch fast gar nicht mehr. Dionysos, das ist eine ganz, ganz krasse Textur. Das ist wie so ein... Das ist ganz weich. Es ist ganz schwierig, euch zu beschreiben. Das ist so semi-matt, aber nicht schimmernd. Das ist mega. Ich habe so eine Textur an Lidschatten noch nie gesehen. Die ist ein bisschen feuchter, die Base. Also die Base des Lidschattens. Und wird dadurch auch ein bisschen deckender. Dann gehe ich mit einem fluffigen anderen Pinsel in die Farbe Déjà-vu und blende mir das aus. Ist eine sehr, 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 sehr... Wow, okay. Seht ihr die Weichheit der Farben? Wie schön weich sich das ausblenden ließ. Mega, okay. So, eine Cut Crease habe ich einmal schnell raufgemacht. Jetzt nichts Spektakuläres. Aber ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in die Farbe... Die möchte ich nehmen. Ich weiß nicht, ob sie passt, aber die möchte ich nehmen. Das ist die Farbe Mirabilia. Und die presse ich mich hier hin. Das ist so ein ganz zartes Lavendel. Sehr schöne Palette. Ich gehe hier unten auch gleich lang. Können wir kurz über diesen Eyeliner sprechen? Der ist so scharf, ich kann damit Karrieren zerstören. Okay, Freunde.
Auf die Lippen, da hat sich nichts verändert. Ich nehme jetzt einfach hier diesen Lippenstift, den es da, glaube ich, mit dazu gibt. Das ist die Farbe Perfect Day. Okay, er passt nicht zu dem und zu dem Look, aber schöne Farbe. Ich sehe aus wie ein Clown heute. Ich sehe wirklich aus wie ein Clown. Und das, Freunde, sind einmal die fertigen Looks. Einmal 2018 gegen 2019. Ich glaube, ihr könnt sehen, dass ich... Und das, Freunde, sind einmal die fertigen Looks. Einmal 2018 gegen 2019. Ich habe hier noch eine Lash aufgeklebt, damit das Ganze auch wirklich so aussieht wie meine Looks heute. Denn ich habe damals keine Lashes auftragen können. Kann ich heute auch noch nicht. Ich tue aber mittlerweile einfach so und lege sie so ein bisschen rauf, dass es halbwegs gut aussieht. Freunde, ich bin gespannt, welche Seite gefällt euch besser? Gibt es irgendwas, was auf der Seite euch besser gefällt als auf dieser Seite? Irgendwas, was ihr vielleicht so macht oder so macht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir müssen noch mal kurz über den Eyeliner reden. Für diesen Eyeliner habe ich einen Oscar verdient. Oder irgendwas, ein Grammy, ein Oscar, ein People's Choice Award. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich setze euch alles unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall nochmal bei Asam vorbei. Tolle Produkte. Ich gehe jetzt erstmal gleich duschen. Und dann mache ich das Spektakel hier ab. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal.